So, liebe Zuschauerinnen, wir sind zurück mit dem nächsten Vortrag von Dieter Kasang. Er ist vom Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg, wenn ich es richtig habe. Und er wird uns jetzt etwas erzählen über das Monash Simple Climate Model. Dieter, du kannst jetzt, also die Bühne gehört dir, du kannst loslegen. Ja, danke. Also, hallo, guten Tag. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen und über Ihr Interesse an dem MSCM-Klimamodell. Mein Name ist Dieter Kasang, wie schon gesagt. Ich bin als Gast am Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg tätig und arbeite seit über 20 Jahren daran, wissenschaftliche Ergebnisse der Klimaforschung in den Bildungsbereich zu vermitteln. Wir wollen heute ein einfaches Klimamodell kennenlernen, mit dem man auch in der Schule arbeiten kann. Klimamodelle sind normalerweise ja sehr komplexe Gebilde, mit denen Experten an Forschungsinstituten das künftige Klima berechnen und andere Aufgaben bewältigen. Das MSCM, um das es hier geht, kann dagegen auch von Laien verwendet werden. Was man damit machen kann, werden wir im Folgenden erfahren. Nach dem Vortrag wird es, soweit ich informiert bin, einige Minuten für die Beantwortung von Fragen geben, die dann gerne vorher in den Chat geschrieben werden können. Die Abkürzung MSCM, das sagt einem ja zunächst mal nichts, ja, die steht für, wie das hier in dieser Darstellung ja auch zu sehen ist, für Monash Simple Climate Model. Monash verweist dabei auf die Monash University in Melbourne, an der das Modell gewissermaßen zu Hause ist. Es wurde von Janine Flöter, einer damaligen Studentin, in ihrer Bachelorarbeit und Dietmar Domanger, dem Betreuer, zunächst in Kiel entwickelt und von Dietmar Domanger dann an der Uni in Melbourne eingesetzt. In Hamburg haben wir das Modell, also in einer Projektgruppe, dann ins Deutsche übersetzt und vereinfacht, sodass es auch an Schulen eingesetzt werden kann. Gegenüber professionellen Modellen besitzt das MSCM die Besonderheit, dass es online in jedem Browser läuft, das werden wir nachher auch noch sehen, und die Ergebnisse sofort zur Verfügung stehen. Also bei professionellen Modellen, da muss man manchmal Wochen, Monate warten, bis die so 100 Jahre berechnet haben, das geht hier also sofort. Ein Grund dafür ist, dass die Grafiken und Karten, die das Modell zeigt, vorprozessiert sind und direkt abgerufen werden. Bevor wir nun das Modell weiter betrachten, zunächst mal die Frage, ganz kurz nur angerissen, was ist überhaupt ein Klimamodell? Das Klimasystem der Erde ist hochkomplex. Die es bestimmenden Prozesse bestehen aus zahlreichen Wechselwirkungen und Rückkopplungen, wie das hier rechts oben in dieser Abbildung versucht wird darzustellen, die ja natürlich auch nur begrenzt zutreffend ist. Modelle müssen das Klimasystem notwendigerweise vereinfachen, wie das hier in der Skizze unten zu sehen ist. Auch nur als Skizze, alles sehr natürlich grob schematisch. Und dabei geht man so vor, dass die wichtigsten Subsysteme des Klimasystems in eigenen Modellen dargestellt werden. Also zum Beispiel die Atmosphäre in einem Atmosphärenmodell, der Ozean in einem Ozeanmodell, der Kohlenstoffkreislauf in einem Kohlenstoffkreislaufmodell und so weiter. Es ist heutzutage immer noch eine Herausforderung, trotz aller Entwicklung, etwa ein interaktives Biosphärenmodell oder ein interaktives Eisschildmodell in das ganze System zu integrieren. Das MSCM ist noch einmal ein Stück einfacher. Es ist ein sogenanntes Energiebilanzmodell und beschränkt sich im Wesentlichen auf die Strahlungsvorgänge in der Atmosphäre und den Wärmetransport. Dennoch zeitigt es ähnliche Ergebnisse wie professionelle Modelle. In dieser Abbildung hier sehen wir die wichtigsten Prozesse, die beim MSCM eine Rolle spielen. Gelb die Sonnenstrahlung, orange die Wärmestrahlung, also die Sonnenstrahlung, die kurzwellige Strahlung, Wärme ist demgegenüber langwellig, dann die Wolken, die Strahlung reflektieren und absorbieren, dann CO2 als wichtiges Treibhausgas, was auch von der Natur schon vorhanden ist. Dann haben wir hier das Eis und die Schneeoberflächen als reflektierende Oberfläche mit hoher Albedo. Dann den Ozean als Wärmespeicher und die Transportprozesse von Wärme, wie Advektion, Diffusion und den hydrologischen Zyklus, bei dem auch der Wasserdampf als wichtigstes Treibhausgas von der Natur her mit einbegriffen ist. So, was kann man nun mit diesem Modell machen?
Man kann vor allen Dingen zwei Sachen machen und die werden wir uns hier auch ansehen. Und nach unserer Erfahrung mit dem Modell in der Schule ist das auch, was, denke ich, elementar ist, was man in der Schule auch gut vermitteln kann. Man kann einmal das Klimasystem kennenlernen, also die Komponenten und Prozesse, die ich schon angesprochen habe, in ihren Wechselwirkungen. Und man kann sich die zukünftige Entwicklung des Klimas, wie wir Menschen sie anstoßen und weitertreiben, hier darstellen lassen. Das Modell bietet auch die Möglichkeit, dass wir zu ihm einen spielerischen Zugang finden über so ein paar Rätsel. Und das findet man hier unter dem Button Puzzles. Und dazu werden wir jetzt mal auf die Homepage gehen des MSCM und uns das direkt live sozusagen auf dem Server, wo das MSCM läuft. Das läuft jetzt in der deutschen Fassung auf einem Server des Deutschen Klimarechenzentrums, uns das da weiter angucken. Also das ist die Startseite und da klicken wir auf Enter und sehen die Übersichtsseite, die wir eben schon betrachtet haben. Und da steuern wir mal gleich auf diese Puzzles zu und da haben wir so einen Bereich Einsteigerniveau und einen Punkt Lost in Space. Und da geht es darum, dass man die Erde in Sterne, und Planeten besser gesagt, aus dem Film Krieg der Sterne verwandelt. Die Texte überspringen wir mal. Die können wir hier bei der Kürze der Zeit nicht näher erläutern. So, und das wäre hier gleich die erste Aufgabe. Wir haben hier links einen dieser Planeten aus dem Film Krieg der Sterne, den Death Star, den Todesstern. Und rechts haben wir das Klimasystem der Erde, hier oben dargestellt, so in der schematischen Abbildung mit den wichtigsten Prozessen und Komponenten. Und darunter sind die wichtigsten Komponente und wie die Häkchen schon zeigen, man kann die Komponenten aus- oder anklicken. Und die Aufgabe ist nun, dieses System in das umzuwandeln, was an Klima in Anführungsstrichen da auf dem Death Star herrscht. Die Erde mit ihrem Klimasystem ist in dieser Weltkarte noch einmal so dargestellt, dass man hier die Oberflächentemperatur sieht. Und auch für den Death Star ist die Oberflächentemperatur dargestellt, mit der Erde unterlegt. Wir müssen also dieses Gebilde in jenes verwandeln. Ja, darum wird es gehen. Wir machen das mal hier kurz. Also wenn wir uns diesen Death Star angucken, wir sehen da weder Eis noch Schnee, weder Wolken, weder ein Ozean, weder eine Atmosphäre. Und ich glaube, wir können daraus schließen, also das nehmen wir mal hier der Erde weg. Ja, wir klicken das da aus. So, mit der Atmosphäre gehen noch CO2 und Wasserkreislauf weg. Und um das Ergebnis zu sehen, müssen wir immer hier unten auf Bilder erneuern klicken. So, und tatsächlich, wir haben hier, ja, es sieht so aus, eben zwei identische Erdkarten mit zwei identischen Temperaturverteilungen. Und wir haben hier unten noch eine Differenzkarte, die zeigt uns an, es gibt keinen Unterschied. Also nehmen wir mal an, wir haben tatsächlich jetzt das getroffen, dann klicken wir hier Lösung eingeben und wir kriegen einen Glückwunsch, wir haben es tatsächlich getroffen. Und jetzt könnten wir zum nächsten Planeten übergehen, aber das überlasse ich Ihnen dann, wenn Sie zu Hause sind, die Schwierigkeitsgrade, die steigern sich dann. Wir wollen aber uns jetzt das Klimasystem weiter angucken und sehen, wie da die einzelnen Komponenten wirken. Und dazu müssen wir wieder auf die Übersichtsseite gehen und haben dann die hier und in den Punkt Analyse des mittleren Klimas. Damit ist das normale Klimasystem gemeint. Und da gehen wir auf die Basisversion. Es gibt auch so eine Version für Universitätsunterricht, aber wir sind jetzt schulorientiert, gehen auf die Basisversion. Und dann sehen wir jetzt eine ähnliche Darstellung wie vorher, nur dass sich das hier ein bisschen geändert hat. Also links haben wir die Erde mit dem vollständigen Klimasystem, rechts die Erde, so ähnlich wie den Death Star. Und dort sind alle Komponenten ausgeklickt. Und was wir jetzt untersuchen wollen, wäre zum Beispiel, damit werden wir mal anfangen, welche Rolle spielen die Wolken im Klimasystem? Und dazu gehen wir folgendermaßen vor. Wir klicken hier wieder alles an und sagen dann Bilder erneuern. So, und dann haben wir hier etwas Bewegung drin. Und was da abläuft, sind die Monate des Jahres. Da ändern sich die Temperaturen an der Oberfläche. Und man sieht also, wie nicht anders zu erwarten, alle Komponenten sind angeschaltet auf beiden Seiten. Es gibt keinen Unterschied zwischen beiden. So, jetzt wenden wir uns direkt den Wolken zu
und klicken das zunächst auf beiden Seiten weg und sagen Bilder erneuern. Und dann sehen wir auch schon ein Ergebnis. Auch da ist es natürlich identisch, weil beide Seiten ja mit denselben Komponenten versehen sind. Und man sieht aber, dass die Erde ohne Wolken erheblich wärmer wäre. Ja, also da sieht die Erde ja so richtig aufgeheizt aus. Um jetzt zu sehen, um wie viel die Wolken genau die Erde erwärmen und wie sich das vielleicht auch regional auswirkt, klicken wir links auf die Wolken. Und wenn wir jetzt die beiden vergleichen lassen, dann sind ja die links und rechts in allen Komponenten gleich, bis auf die Wolken. Und das bedeutet, dass uns diese Differenzkarte die Wirkung der Wolken auf die Oberflächentemperatur der Erde anzeigt. So, und das machen wir jetzt. Und wir erkennen, dass die Wolken tatsächlich die Erde abkühlen. Und wenn wir da genau hinschauen, oberhalb dieser Karte steht globales Mittel minus 23 Grad. Also das heißt, die Wolken kühlen das Klima der Erde um 23 Grad ab. Das ist gewaltig viel. Wir sehen auch, dass es nicht überall gleich ist, aber doch ziemlich gleich. Und deswegen gehen wir mal auf die regionalen Unterschiede hier nicht ein. Das machen wir jetzt bei dem nächsten Beispiel, nämlich bei Eis und Schnee. Und das machen wir gleich so, dass wir das hier rechts wegklicken. Und wir wissen jetzt also, wenn wir auf Bilder erneuern klicken, dann wird uns in dieser Differenzkarte die Wirkung von Eis und Schnee auf die Temperatur der Erde angezeigt. So, das haben wir jetzt also gemacht. Ich stoppe mal wieder im Februar und man kann erkennen, dass hier oben, ja, wenn man das mit dem bloßen Auge vergleichen will, der Unterschied eigentlich gar nicht so groß ist oder schwer zu erkennen. Aber hier unten sehen wir, dass doch da einiges an Wirkung vorhanden ist von Eis und Schnee. Wenn wir das globale Mittel uns angucken, dann sind das minus 2,5 Grad. Das ist nicht viel. Aber in einzelnen Regionen geht es über minus 5 Grad deutlich hinaus. Und das ist jetzt das Interessante. Eis und Schnee wirken nicht auf der gesamten Erde wie die Wolken ungefähr gleichmäßig, sondern tatsächlich regional sehr stark unterschiedlich. Aber natürlich verwundert uns das nicht besonders, denn es gibt ja nicht überall Eis und Schnee. Ja, im Februar vor allen Dingen auf der Nordhalbkugel, da gibt es also das Meereis in der Arktis und die Schneeflächen auf den Kontinenten. Und da liegt Eis und Schnee, nicht an der Antarktis liegt auch Eis und Schnee. Also kein Wunder, dass dort die Abkühlung erfolgt. Warum erfolgt die Abkühlung? Also das ist ja nicht etwa so, weil Eis und Schnee kalt sind, sondern weil Eis und Schnee weiß sind. Die weiße Oberfläche bewirkt, dass Eis und Schnee sehr stark Sonnenstrahlen reflektieren und damit die Energie der Sonne wieder in den Weltraum zurückschicken. Und dadurch kommt eben die Abkühlung zustande. So, jetzt wenden wir uns als drittes mal noch dem Kohlendioxid zu, das ja vor allen Dingen jetzt in der Diskussion ist, wo es darum geht, dass der Mensch das Klima verändert. Und da ebenfalls gehen wir so vor, dass wir rechts Kohlendioxid rausnehmen, links lassen wir es bestehen. Und die Differenzkarte wird uns jetzt die Wirkung auf die Temperatur von Kohlendioxid anzeigen. Wir klicken wieder auf Bilder erneuern und Moment, ich habe vergessen, Eis und Schnee rauszunehmen. Das muss ich zunächst mal machen. Sonst ist die Wirkung gar nicht so, wie sie wirklich ist. Ich klicke wieder hier bei Februar auf Stopp. Und man sieht, es gibt ähnlich wie bei Eis und Schnee einen deutlichen regionalen Unterschied, aber nun in die umgekehrte Richtung, Richtung Erwärmung, nicht Richtung Abkühlung. Auch da sehen wir, dass vor allen Dingen die Kontinente auf der Nordhalbkugel stark erwärmt werden. Wenn man ein bisschen weiß über die Verteilung von Kohlendioxid über die Atmosphäre, muss einen das zunächst mal doch ziemlich wundern. Denn Kohlendioxid ist ein langlebiges Treibhausgas, das bleibt Jahrhunderte in der Atmosphäre und wird durch die Strömung der Atmosphäre ziemlich schnell verteilt, ist also auf der ganzen Erde rundherum gleichmäßig vorhanden. Warum dann diese großen Unterschiede? Und das liegt nun daran, dass Kohlendioxid oder die Erwärmung von Kohlendioxid weitere Prozesse anstößt, durch die dann diese regionalen Unterschiede zustande kommen. Und hier ist es so, dass Kohlendioxid, dadurch, dass es vorhanden ist, verhindert, dass Eis und Schnee sich weit ausbreiten kann. Also wenn ich Kohlendioxid nicht hätte und würde es hinzufügen, dann würden große Flächen von Eis und Schnee abgeschmolzen werden und dadurch wird eine dunkle Oberfläche frei und die Sonnenstrahlen werden dann nicht reflektiert, in den Weltraum zurückgeschickt, sondern die Sonnenstrahlen würden absorbiert von der dunklen Erdoberfläche oder auch von der Meeresoberfläche und dadurch wird dann die Atmosphäre darüber erwärmt, denn die
Oberfläche erwärmt sich durch die Strahlung und gibt Wärmestrahlen ab. Was noch interessant ist, dass wir sehen, die Ozeane erwärmen sich kaum im Vergleich zu den Landflächen, vor allem die tropischen Ozeane nicht. Und das liegt, ein wichtiger Grund, ich kann jetzt nicht alles erläutern, aber ein wichtiger Grund ist der, dass bei Erwärmung Ozeane sehr viel Wasser verdunsten. Verdunstung braucht aber Energie. Dadurch erzeugt Verdunstung einen Abkühlungseffekt. Und dieser Effekt wirkt der Erwärmung von Kohlendioxid entgegen. Deswegen nur eine schwache Erwärmung über den Ozean. So wie sich das Kohlendioxid, wenn wir es vermehren, nun auswirkt auf das Klima der Zukunft, das möchte ich Ihnen noch zum Schluss jetzt an den Szenarien zum Klimawandel zeigen, die uns, in denen dargestellt wird, wie das zukünftige Klima durch die Einwirkung des Menschen sich verändert. Ja, Sie sehen hier schon, wie die Erde sich so langsam verfärbt. Ja, und ich mache mal Stopp und beschleunige das mal etwas und gehe auf das Jahr 2055. Danach wird es wirklich schlimm und gruselig. Also wir stoppen da mal. Und dieses Szenario, was wir jetzt hier haben, ist ein ganz bestimmtes, nämlich das höchste Szenario. Also ein Szenario ist ein möglicher Weg der Klimaentwicklung in die Zukunft. Der IPCC, ja, hier ist diese Abkürzung zu sehen, der Weltklimarat, hat davon verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Szenarien aufgestellt. Und danach werden überall an den Forschungsinstituten mit Klimamodellen diese Szenarien durchgerechnet und versucht darzustellen, wie sieht das Klima in der Zukunft aus. Und bei diesem Szenario haben wir einen sehr starken CO2-Anstieg. Das wird in diesem kleinen Fenster dargestellt. Also hier haben wir diese Kurve und das ist der Anstieg vom Kohlendioxid. Wir sind im Jahr 2020 und da liegen wir bei ungefähr 415 Parts per Million. Das ist das Maß, das bedeutet Teile pro Million Teile. Das ist das Maß, mit dem man die Konzentration von Kohlendioxid misst. Und wir haben am Ende des Jahrhunderts 1200 Parts per Million. Und das ist eine Verdreifachung des heutigen Wertes. Und entsprechend ist natürlich dann die Erwärmung relativ hoch. Dieses Szenario hat den Namen RCP 8.5. RCP bezieht sich auf die Strahlung, die durch dieses Treibhausgas in der Atmosphäre zustande kommt. Und 8.5 bedeutet, dass diese Strahlung eine Erwärmung von 8,5 Watt pro Quadratmeter bis zum Ende des Jahrhunderts erzeugt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, also so um 1850 herum. Wir müssen als Weltgesellschaft aber nicht unbedingt diesen Weg gehen. Wir können auch einen anderen Weg beschreiten und das kann man sich hier auch schön anzeigen lassen. Wir können nämlich zwei Szenarien hier vergleichen, ein hohes und ein niedriges Szenario und da schiebe ich auch mal gleich wieder vor auf 2055. Ja, also wir haben außer dem Szenario 8.5, das wir hier in dieser Karte sehen, haben wir dann jetzt das Szenario 2.6 und man sieht dort den Kohlendioxidverlauf, der erreicht in der Mitte des Jahrhunderts seinen Höhepunkt und nimmt dann leicht ab und die Temperatur, die sich daraus ergibt, die sehen wir in der Karte hier oben rechts. Und unten wird eine Karte angezeigt, die die Differenz zwischen beiden zeigt. Und man sieht, es gibt dort doch wirklich einen sehr krassen Unterschied. Also hier sind es 5 Grad Erwärmung, grob gesehen über den Kontinenten, dort etwa so um 2 Grad herum. Und wenn wir das mal noch ein bisschen weiter vorziehen, jetzt gucken wir uns doch mal an, wo ich sagte, da sieht es ganz schlimm aus. Also bis zum Ende des Jahrhunderts. Und man kann erkennen, wie also hier mit dem Szenario 8.5 die Erde sich stark erwärmt. Also die Skala reicht eigentlich gar nicht aus, um das zu zeigen, weil das hier gar nicht mehr differenziert dargestellt wird. Die geht nur bis 5 und dann steht über 5. In Wirklichkeit sind das hier auch 7, 8 Grad etwa, die da erreicht werden. Ja, so könnte die Zukunft aussehen, aber so wie hier gezeigt, könnte sie auch aussehen. Ich will das nochmal ganz kurz in einer Grafik zeigen, die uns diese unterschiedlichen Wege nochmal vor Augen führt. Also wir können den Weg gehen des Szenarios 8.5 mit ungefähr plus 5 Grad im globalen Mittelerwärmung in einzelnen Regionen viel mehr. Und vielleicht mag dem einen oder anderen 5 Grad nicht viel erscheinen, aber das ist der Unterschied, der zwischen der letzten Eiszeit und heute besteht. Ja, in der letzten Eiszeit war es ungefähr 4,5 Grad kälter als heute und die Temperaturänderung bis
heute hin, oder eigentlich war es schon früher so ungefähr so warm wie heute, aber es hat über mehrere tausend Jahre gedauert, bis das Klima sich so verändert hat. Jetzt sind wir dabei, wenn wir diesen Weg gehen sollten, in 150 bis 200 Jahren diese plus 5 Grad auf der Erde zu erzeugen. Ich hoffe, wir gehen den Weg nicht, sondern versuchen möglichst uns an diesem niedrigen Szenario RCP 2.6 zu halten. Damit würden wir das, was auf der Klimakonferenz in Paris 2015 als sozusagen Grenzwert gesetzt wurde, damit wir einen gefährlichen Klimawandel vermeiden, nämlich plus 2 Grad gegenüber vorindustriell. Wir haben heute schon plus 1,1 Grad. Also damit würden wir das erreichen. Und das ist immer noch eine deutliche Klimaerwärmung. Wir wissen ja, dass wir auch mit dem heutigen Klima, das über 1 Grad wärmer ist als vorindustriell, schon etliche Probleme, was Extremereignisse, was Eisabschmelzen, was Meeresspiegelanstieg und so weiter betrifft, schon haben. Ja, zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen bedanken, möchte aber noch vorher auf ein paar Webseiten hinweisen. Ich denke, das wird ja nachher auch diese Folie in YouTube zu sehen sein. Also einmal die MSCM-Webseite mscmdkz.de. Dann gibt es didaktische Materialien auf klimawissen.de. Da gibt es eine Anleitung, wie gehe ich mit dem Modell um. Dann gibt es Aufgaben und Lösungen und Ähnliches. Dann auf klimawiki.org gibt es eine ganze Reihe oder viele, muss ich sagen, ich arbeite da schon also auch sehr, sehr lange dran an dieser Plattform. Man findet sie auch sehr leicht auf Google. Hintergrundwissen in einzelnen Artikeln zum Klimawandel und seinen Folgen. Und wer mir schreiben möchte, kasang@dkz.de, da ist meine E-Mail-Adresse. Also noch einmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich denke, dass wir jetzt dann auf Fragen eingehen können, die vielleicht gekommen sind oder noch kommen. Ja, super. Dieter, vielen, vielen Dank für die Vorstellung dieser interaktiven Webseite. Also ich denke, das ist eine sehr schöne Unterrichtsergänzung auf jeden Fall. Es sind Fragen reingekommen. Ja. Und zwar, Moment. Als allererstes hatte irgendjemand gefragt, der Jan Haarbauer war das, der wollte gerne noch mal wissen, was Albedo ist. Und ja. Danach kam eine Frage, die auch damit zu tun hat, da fragt Maiken Winter, die Auswirkungen zeigen nur Kurzzeitwirkungen, oder? Und langfristig würde sich die Erwärmung ohne Albedo ja weitaus mehr erhöhen. Ja, also Albedo ist ein Begriff für das Rückstrahlungsvermögen einer Oberfläche. Je heller eine Oberfläche ist, desto höher ist die Albedo. Die wird dimensionslos einfach mit 1 angegeben. Ja? Eine Albedo von 1 heißt also 100% der Strahlung, die von der Sonne kommt, wird reflektiert. Eine Albedo von 50 bedeutet, 50% der Strahlung wird reflektiert und 50% wird absorbiert, und damit heißt das, die Oberfläche wird erwärmt. Und wenn die Oberfläche erwärmt wird, dann sendet sie Wärmestrahlung aus, und das bedeutet eigentlich, dass kurzwellige Strahlen in Wärmestrahlen umgewandelt werden. Also ein Wald zum Beispiel, der ist relativ dunkel, der hat vielleicht 40 bis 60, eine Albedo von 40 bis 60%, so kann man es ausdrücken, oder von 0,4 bis 0,6. Während Eis und Schnee ja nur dann, wenn sie wirklich sehr, sehr sauber sind, an die 100% ranreichen. Meistens ist das so zwischen 80% und 90%. So, und die andere Frage, ob sich das sofort vollzieht. Also, wenn ich diese Albedo verwandle, dann vollzieht sich die Strahlungsveränderung schon sofort. Und das heißt auch, dass sich die Temperatur der Luft darüber sofort verändert, aber die Temperatur der Luft steht noch unter anderen Einflüssen. Die Luft ist in Bewegung und es können warme oder kalte Strömungen einfließen. Und wenn das also jetzt großflächig passiert, dann muss sich das ganze System darauf einstellen, und das ist eine längerfristige Sache. Okay, danke. Es kann auch sein, dass die Frage gestellt wurde, bevor du dann nochmal diese Langzeit-Klimawandel-Auswirkungen gezeigt hast. Hm. Vielleicht war das auch darauf bezogen. Aber dann hättest du die ja vorhin auf jeden Fall schon beantwortet. Es geht hier noch weiter, ich versuche das zusammenzufassen. Und zwar fragt sie weiter, wie könnte die Erde
Entschuldigung. Wie weit könnte sich die Erde erwärmen, wenn wir die Kipppunkte überschritten haben? Denn es geht ja nach 2100 die Erwärmung weiter. Und sie sagt dann noch dazu, auch der niedrige Wert, ich denke, das bezieht sich auf die 2,7, würde ja die Wahrscheinlichkeit des Überschreitens der Kipppunkte unakzeptabel erhöhen. Insofern reicht der niedrige Pfad eigentlich nicht aus, oder? Fragezeichen. Ja, also über Kipppunkte gibt es eine umfangreiche Forschung und da ist man sich keineswegs einig oder sagen wir mal, es steht in der Forschung nicht fest, wann bestimmte Kipppunkte überschritten werden. Also ich würde sagen, dass bei der Erwärmung, die durch das Szenario 2,6 erzeugt wird, also das heißt, die Erwärmung bleibt dann unter 2 Grad im globalen Mittel, die Kipppunkte wahrscheinlich, also man kann es nicht mit Sicherheit sagen, wahrscheinlich nicht überschritten werden. Aber alle diese Aussagen beziehen sich auf die nächsten 100 Jahre. Und das hängt, man kann natürlich auch mit Klimamodellen weiterrechnen, aber die Klimamodelle werden dann sehr ungenau. Und was man bisher relativ genau berechnen sind, ist eigentlich die Zeit bis zum Jahr 2100. Das ist ungefähr so der Horizont, wo die Wissenschaft sich einigermaßen sicher ist. Ich will nicht sagen, das andere ist dann Spekulation, aber die Klimamodelle sind dann wesentlich einfacher und müssen mit viel, viel mehr Unsicherheiten arbeiten. Und daher kann man da über die Zeit eigentlich schlecht Aussagen machen, die irgendwie mehr Hand und Fuß haben. Also ich würde grob gesagt sagen, Kipppunkte werden wahrscheinlich nicht unterschritten, wenn wir die 2-Grad-Grenze überschritten, Entschuldigung, wenn wir die 2-Grad-Grenze einhalten. Aber wenn wir natürlich auf 8,5 Grad, dann ist die Gefahr wirklich, Entschuldigung, 8,5 das Szenario nehmen, dann ist die Gefahr des Erreichens von Kipppunkten tatsächlich sehr groß. Und die wichtigsten Kipppunkte, die man so sieht, das ist einmal so das Abschmelzen der Eisschilde. Nicht, dass die wirklich abschmelzen in 100 Jahren, das ist völlig undenkbar. Die brauchen schon einige Jahrhunderte bis Jahrtausende. Aber dass damit Prozesse in Gang gestoßen werden, die nicht mehr rückholbar sind. Ja, also wir können das Abschmelzen der Eisschilde dahin treiben, dass auch nachher bei einer Begrenzung der durch den Menschen verursachten Erwärmung oder sogar ein Zurückschrauben dieses weitere Abschmelzen nicht mehr zu verhindern ist. Dieter, ich muss dich jetzt leider kurz zum Ende bringen, weil wir gleich den nächsten Vortrag schon haben. Aber es sind auch gerade keine weiteren Fragen. Vielleicht bist du ja noch im Special Chat unterwegs, wo Leute dich weiterhin, wenn du möchtest, auffinden können und dir Fragen stellen können. Ich weiß gar nicht, wie ich da reinkomme. Ja, da schicke ich dir gleich einen Link, aber ich muss erst die nächste Person hier erstmal reinlassen. Ich danke dir ganz herzlich für die Ja, Ausführung. ich danke auch. Danke sehr.